Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder eine Schnipselparty. Jede Menge Telefonschnipsel, die nicht für ein ganzes Video gereicht haben. Trotzdem sind die vielen kleinen Telefonteile doch ziemlich aufschlussreich, was wir hier für Firmen am Telefon haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen Telefonschnipseln. Guten Tag. Ja, hallo Gustav, sprechen Sie mit Loriori? Ja. Ja, hallo Gustav, mein Name ist Petra Müller. Ich rufe Sie an aus Bitcoin Convert, aus BTC Trade. Sie haben ein Online-Handelskonto erstellt. Deswegen ich rufe Sie an. Möchten Sie das Konto aktivieren? Weiß ich nicht. Sie wissen nicht. Möchten Sie Online-Handel anfangen? Ich habe ja so eine Werbung gesehen und da wollte ich mich mal anmelden und da bin ich jetzt auf so eine komische Seite gekommen. Ja, okay. Ja. Anmeldung haben Sie schon gemacht, aber jetzt muss man aktivieren. Achso. Und wie geht das? Wie geht das? Ich hole meine Stimme zurück. Können Sie ein bisschen weiter von Computer oder weiß ich nicht? Ich soll weiter weggehen vom Telefon, dann hören Sie mich doch nicht mehr so gut. Ist es besser? Nein, es ist schlimm. Ich hole Sie sehr schlecht, ich hole nur meine Stimme. Sie haben doch gesagt, ich soll vom Telefon weggehen. Okay, versuchen wir es. Möchten Sie Kontoaktivation machen? Na, hat doch das Thema nicht gerade schön? Habe ich ihn doch beantwortet. Wie bitte? Habe ich ihn doch schon beantwortet, die Frage. Mhm. Wie alt sind Sie? Ich bin 29, wieso? 29 sind Sie? Ja. Das glaube ich nicht. Wie alt sind Sie? Na, hab ich doch gerade gesagt, 29. Was ist Ihr Beruf? Mein Beruf? Warum wollen Sie denn das alles wissen? Die sind Standardfrage, ich brauche etwas für Ihre vollständige Kontoaktivation. Ja, Arbeitnehmer. Wo? Ja, wo, das geht Sie nicht an. Okay, ich glaube, Sie möchten überhaupt nicht kontoaktivieren, oder? Na, das weiß ich auch noch nicht, Sie stellen ja lauter komische Fragen. Ich glaube, Sie sind auch einer von den Betrügern. Arbeitnehmer, wie soll ich das verstehen? Okay, was ist Ihr monatliches Einkommen? Das geht Sie doch auch nicht an, was ich monatlich verdiene. Haben Sie Erfahrung? Womit? Mit was Sie jetzt gerade machen. Haben Sie mal allein gehandelt mit einem Broker? Nee, ich wollte mir das hier mal angucken. Hier war so eine Werbung und da habe ich drauf geklickt. Keine Frage. Es ist kein Problem. Nach Kontoaktivation, Sie kriegen von uns ein Software, das ist ein Programm. Das können Sie auf Ihrem PC installieren. Und die Software handelt für Sie. Ja. Woher kommen Sie ursprünglich? Na, von zu Hause. Sind Sie Deutsche? Ja, aber Sie ja scheinbar nicht. Ich nicht. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich Deutsch bin. Ja. Und was spielt das für eine Rolle? Sie rufen doch bei mir an. Also. Möchte Sie das Allein-User sein oder ein gemeinsames Konto? Ist doch der Unterschied. Okay, wiedersehen. Sind Sie doof? Tja, na genau so stellt man sich doch eine seriöse Beratung vor, oder nicht? Es ruft euch irgendeine fremde Frau an, nörgelt die ganze Zeit rum und will als allererstes erstmal euren Job wissen. Und ja. Das war es dann eigentlich auch schon. Und wenn man das nicht so direkt beantwortet, dann ist man bei diesen Firmen direkt unseriös. Tja, nur weil man was vielleicht selbst vom Datenschutz hält und nicht unbedingt will, dass jeder Hund und Kunz Bescheid weiß, was man eigentlich beruflich macht. Ich meine, letztendlich geht es sie auch gar nichts an. Die wollte doch nur wissen, ob ich arbeitstätig bin. Das reicht doch, wenn ich dann ja sage. Welcher Beruf spielt dabei keine Rolle? Für die Betrüger allerdings schon. Denn, naja, wenn die so ungefähr wissen, was ihr beruflich macht, dann können die auch ungefähr abschätzen, was ihr so im Jahr verdient und was da an Geld zu holen sein könnte. Krüger, sind Sie ja knusprig, richtig? Nein, knusprig, knusprig. Bitte? Knusprig, knusprig, nicht knusprig. Ja, genau so. Ja, also sorry, ich habe das nicht so... Lucy noch, oder? Was? Okay, also ich bin Jens Krüger von SwissFXM, es geht über Online-Handel. Jens ja, Krüger? Jawohl. Aha. Von SwissFXM. Wo haben Sie denn den abgefahrenen Namen her? Bitte? Ich frage, wo Sie den abgefahrenen Namen her haben. Also, Sie haben schon in unserer Plattform angemeldet. Also, ich melde mich aktuell von SwissFXM. Sie haben ein Konto bei unserer Plattform geöffnet. Aha. Das nur Sprichwörter. Also, haben Sie jemals gehandelt oder kennen Sie sich damit aus? Naja, auskennen, ja, gehandelt, nein. Also bestimmt, Sie haben über Trading auch viel mal gehört, oder? Nur gelesen, ja.
Also Sie haben schon bestimmt unsere Werbung auch gelesen oder haben wieder die Video gesehen, dass Sie können mit unserer Plattform mit einem Roboter-Trader so handeln? Ja, das Video habe ich gerochen, ja. Okay, aber Sie Zeit damit, wir können natürlich auch das Konto zu aktivieren. Entweder, also erst einmal, ich würde gerne Ihnen weiter zu erzählen, was wir anbieten ganz genau und wie kann man Geld online zu verdienen. Mhm, ja, prima. Sind Sie zu Hause momentan oder bei der Arbeit? Ja, sowohl als auch. Bitte? Sowohl als auch. Okay, haben Sie vielleicht etwas, wie das Internet zu benutzen darf? Ob ich was besitze zum Internet benutzen? Natürlich, jawohl, wer besitzt denn sowas nicht? Okay, so, haben Sie schon Laptop oder Tablet? Ja, ich habe sowas auch alles, ja. Okay, haben Sie jemals mit NDS gearbeitet? Da ich kann Ihnen besser navigieren. Also das Betrügerprogramm, ne? Wo die Betrüger immer auf den Rechner gucken wollen, um noch ein paar mehr Daten abzugrasen. Nee. Was, das bedeutet, Sie haben schlechte Erfahrung gehabt. Aber nee, aber ich weiß, dass Betrüger mit Anydesk arbeiten. Nee, das ist nicht so ein Betrügerprogramm, doch, doch. Das ist so ein Stuttgart-Programm von... Ja, richtig, aber da nur Betrüger wollen Zugriff zum Computer, damit sie zugucken können, was das Opfer am Computer macht und damit es nicht so lange dauert, der ganze Betrug. Mehr Sinn hat das Ganze nicht. Mit Anydesk, ich kann auch Ihnen besser navigieren, aber... Ja, aber das machen nur Betrüger, weil ein seriöses Unternehmen hätte nicht das Verlangen, auf meinen Computer zu gucken. Okay, dann, falls Sie wünschen, wir können das eine Anydesk machen, okay? Mhm. So, Sie haben schon eine Zwei-Einzahlung-Methode. Ja. Erzähl mir mal ein bisschen was über deine Regulierung. Oder? Erzähl mir mal ein bisschen was über die Regulierung. Also, wir sind schon auch reguliert und kontrolliert von BaFin, lieber. Von der BaFin mit Kryptowährung? Nee, ist ja lächerlich. Moment mal, also wir haben nicht so eine Kryptowährung, aber wir haben über 800 Instrumente, dass Sie können mit unserer Plattform... Ja, aber sobald ihr Kryptowährung im Portfolio habt, reguliert euch nicht mehr die BaFin. Okay, es wird immer billiger, der Betrug wird immer billiger. Nee. Doch, also doch. Auch mit Aktien, mit Ölpreis, mit... Ja, Ölpreis. Aber sobald du Kryptowährungen im Portfolio hast, war's das mit der BaFin. Nee. Natürlich, also, doch. Betrüger, also, bandenmäßiger Betrug, gewerbsmäßiger Betrug, Abzocker. Haben Sie Kokain genommen oder was ist denn los? Siehst du, Abzocker, sag ich doch. Bist einfach nur ein Betrüger. Haben Sie so viel Kokain genommen? Ja, und du hast einfach zu viel abgezockt, glaube ich. Bestimmt, Sie haben auch so viele Drogen auch genommen haben und deswegen... Genau, und schon haben wir den Beweis, dass du ein Abzocker und ein Betrüger bist. Ich wünsche alles Gute, ja? Ja, das wünsche ich dir nicht, ich wünsche dir alles Schlechte dieser Welt. Fick deine Mutter, du Hurensohn. Siehst du, du Betrüger? Jetzt gibst du auch noch zu, dass du ein Betrüger bist. Ja, Betrüger. Oh je, das ist in der Tat immer wieder richtig abgefahren. Die Betrüger, die versuchen seriös rüberzukommen und wollen einem irgendwie, ja, jede Menge Geld aus der Tasche leiern. Dann kommen sie mit Anydesk um die Ecke und ganz zum Schluss beleidigen sie euch noch ein bisschen, wenn sie nicht das bekommen und geschafft haben, was sie sich eigentlich vorgestellt haben. Ich meine, dass das hier nur Betrug sein kann, ich glaube, das ist ja wohl, das liegt ja total auf der Hand, da braucht man gar nicht groß drum herum reden, definitiv Betrüger. Und... grundsätzlich nochmal die Information, Finger weg von Anydesk. Anydesk ist ein Fernwartungsprogramm, wo man euren Computer aus der Ferne steuern kann. Da gibt es auch noch verschiedene andere Programme. Wichtig ist, dass ihr sowas maximal für Familienmitglieder oder sehr vertraute Personen nutzt. Denn fremde Leute haben definitiv nichts auf eurer Privatsphäre auf eurem Computer zu suchen. Denn hier kann man jede Menge Schindluder und Unheil antreiben, den ihr definitiv nicht haben wollt. Das einfachste Spiel ist, man installiert euch einfach einen Trojaner im Hintergrund und hat direkt all eure Passwörter. Also Finger weg von Anydesk und Co., wenn es in Verbindung mit völlig fremden Menschen ist. Herr Hubschrauber? Ja? Grüße Sie, Danny Behm hier von Cryptix. Aha. Sie haben eine Anmeldung gemacht, richtig? Ja, und da rufen Sie an. Wie bitte? Und da rufen Sie an? Stand ja da nicht. Ja. Ach so. Und jetzt? Und jetzt dann, also es geht um die, also... Habe ich da Bitcoin? Was falsch gemacht? Wie? Habe ich da was falsch gemacht? Nein. Nee. Achso. Und um was geht's denn? Es geht um Bitcoin. Also, Sie haben selbst Interesse angezeigt und dafür rufen wir an. Achso. Ja. Und dann, also, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Das ist das erste Mal für Sie. Welchen Bereich? Online Trading. Nö. Bei Kryptowährungen. Habe ich noch keine Ahnung. Haben Sie keine Ahnung? Hab das hier bei Facebook gesehen, so eine Werbung, und dachte, ich schreibe mich da mal ein und guck mal, was passiert. Und dann habe ich die...
Und dann hat er keine Lust mehr und hat das Gespräch einfach abgewürgt. Ich glaube, der Typ, der war einfach neu und unerfahren und ja, hat schon irgendwie den Braten gerochen, dass das hier wohl nicht so einfach bei uns mit dem Verkaufsgespräch wird. Tja, und dann hat er sich ziemlich schnell aus dem Staub gemacht. Aber schon irgendwie immer wieder interessant. Man trägt sich einfach nur auf irgendeiner Werbeseite ein und man wird direkt ohne Vorwarnung einfach angerufen. Ja, und dass man da als Kunde natürlich auch irgendwo ein bisschen verwirrt sein kann, ich denke, das ist eigentlich auch ganz normal, weil es steht auch nirgendwo, dass man angerufen wird. Es gibt mittlerweile zwar ein paar neue von diesen Scammer-Webseiten, wo auch draufsteht, dass man einen Anruf bekommen wird. Diese Nachricht kriegt man aber auch immer erst nur dann, wenn man sich schon angemeldet hat und nicht vorher. Einen wunderschönen guten Tag. Ja. Ja. Bist du sie? Ich spreche aber, glaube ich, gerade mit der Luise, oder? Nee, mit dem Herrn Luis. Also. Mit dem Herrn Luis. Ja. Unter dem Namen Luise wurde sich nämlich bei uns registriert. Ja, schreibt man Luise. Ach, so wird das geschrieben? Ja. Sehr schön, das freut mich. Sie haben sich also registriert gehabt und sind interessiert, am Finanzmarkt zu handeln, ja? Ja, dachte ich, ja. Inwiefern dachten Sie? Ja, irgendwie ist die Seite komisch. Was meinen Sie denn mit komisch? Ja, hier ist ganz viel auf Arabisch. Oder ganz viel auf Arabisch. Ja, das liegt daran, dass wir auch einen arabischen Standort haben, ja, den Arabischen Emiraten. Da können Sie die Sprache einmal gerne ändern. Und wo macht man das? Weil sind Sie am Rechner oder am Handy? Am Computer. Am Computer, okay. Sie haben dann oben links auf der Startseite einen Mannequin mit drei waagerechten weißen Strichen zu sehen. Da habe ich sowas, ja. Genau, ganz unten. Wenn Sie da raufklicken, können Sie ganz unten die Sprache ändern. Nee, da ist alles blau und ganz unten ist ein kaputtes Bild. Dann liegt es wohl an Ihrem Rechner. Nee. Ich habe mal eine ganz kleine Frage an Sie. Alle anderen Seiten gehen. Ach so, okay, komisch. Darf ich Sie mal was fragen? Was denn? Wann haben Sie eigentlich vor, sich mal eine neue E-Mail-Adresse auszusuchen? Es wird langsam ein bisschen lächerlich. Wieso? Was denn? Es ist langweilig. Es macht einfach keinen Spaß mehr, wenn ich die ganze Zeit drauf komme, dass Sie hier mit mir sich einen Spaß erlauben wollen. Was haben Sie denn für ein Problem? Ich habe mich gerade hier auf irgendwas, also eine Werbung angemeldet und bin jetzt auf Ihrer Seite. Da kann ich dann nichts dafür. Was haben Sie denn jetzt für ein Problem mit meiner E-Mail-Adresse? Ach, es ist alles okay. Herr Luise, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja, so ist das leider. Da wird man von den Betrügern doch das ein oder andere Mal mittlerweile schon erkannt. Könnte wohl daran liegen, dass die Betrüger ja ziemlich oft bei mir anrufen. Aber gut, lassen wir uns mal den nächsten Betrüger ans Telefon kommen. Hi, du hörst ja nicht auf mich. Ja, wen spreche ich denn bitte? Hallo? Hallo? Wem rauschen da dran am Telefon? Hallo, ist da einer? In der Tat, und der nächste Anruf ist auch gleich wieder vom gleichen Betrüger. So, er hat ja hat sich ja gewünscht, dass ich eine neue E-Mail-Adresse eintrage, hat er dann auch bekommen. Aber dass das hier nur Betrug sein kann, das ist liegt, glaube ich, auf der Hand. Kein normales Unternehmen auf der Welt würde, glaube ich, dann noch einmal anrufen, wenn sie merken, dass das sowieso verarsche. Ja, und die würden sich einfach davon distanzieren. Ich meine, so gehört sich das in der Professionalität, ist die Umgangsform irgendwie an mir vorbeigegangen, dass man heutzutage die Leute am Telefon dann, ja, weiß ich nicht, belästigen möchte? Ich weiß es nicht. Einfach nur immer wieder gruselig. Und solche Unternehmen halten sich tatsächlich für seriös. Ja. Und grundsätzlich, CFD-Trading, da sollte man die Finger von lassen, weil so seriös ist das ganze Geschäftsmodell eigentlich vom Prinzip her nicht. Es gibt viele seriöse Plattformen, aber grundsätzlich, ich glaube, da mache ich mal ein Infovideo irgendwann auch mal dazu, CFD-Trading ist definitiv eine Sache, wo man weit die Finger von lassen sollte. Melanie Becker, mal parat. Sprich mit Herrn Armut. Doch, mein Vorname. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Sie haben sich registriert auf Bitcoin-System. Weiß ich nicht, ich habe noch keine Hilfe angefordert. Sie haben sich registriert auf die Werbungsseite, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, weiß ich nicht, ich brauche da ja keine Hilfe. Wie brauchen Sie keine Hilfe? Na, Sie rufen doch an und fragen, aber ich habe doch nicht danach gefragt. Sie haben doch jede Telefonnummer hier eingegeben. Ja, aber da steht ja nicht, dass ich ja hier einen Anruf kriege. Herr Hamut, das ist unser Job. Ja, kann ich ja nicht wissen, was euer Job ist. Sie haben sich registriert, haben Sie Ihre Nummer eingegeben? Ja, aber da stand ja nicht, dass ich einen Anruf kriege. Also
verstanden nicht, aber das ist unser Job. Also wir müssen das Handelskonto aktivieren. Ja, aber dann fragen Sie mich doch nicht, ob ich Hilfe brauche. Ich habe doch nicht noch Hilfe gefragt. Okay, können Sie auch selber machen. Tschüss. Betrüger. Hurensohn. Ja, genau, Betrüger. Okay, mach weiter mit der News-Mann. Ja, du bist ein Betrüger, ein Dabzocker-Lady. Okay, und was soll ich denn machen? Ja, einen vernünftigen Job. Von wo weißt du denn? Von wo weißt du denn, dass ich eine Betrügerin bin? Ja, weil du ja hier anrufst. Also, sie haben sich selber registriert, also sie machen das selber. Ja, aber du rufst ja trotzdem aus dem Betrügerladen an. Was möchten Sie? Sie haben sich selber registriert. Was möchten Sie? Ja, aber du rufst ja aus dem Betrügerladen an. Willst du dir nicht mal einen anständigen Job suchen? Nee, fick dich einmal. Ja, willst du dir nicht einen anständigen Job suchen? Ich verstehe das immer nicht. Also es ist ja offensichtlich, dass es Betrug ist. Ich habe mich einfach auf einer Datensammelwebseite eingetragen und weiß gar nicht, wo ich hinterher rauskomme. Ich komme ganz spontan auf irgendeiner Betrügerwebseite raus und werde direkt telefonisch kontaktiert. Und falls nicht direkt, dann, naja, ziemlich zeitnah. Und jedes Mal wird behauptet, ich bräuchte Hilfe oder man wolle mir bei irgendwas helfen. Dabei geht es eigentlich bei der Hilfe immer wieder um das gleiche Thema. Man will mir bei der Einzahlung helfen und um nichts anderes. Und das ist das Gruselige an der ganzen Geschichte. Tja, und ja, wenn man dann die Hilfe nicht annehmen möchte, dann werden sie sofort beleidigend. Ich meine, das mit dem YouTube, das kann ich mir schon vorstellen, weil ziemlich viele YouTuber mittlerweile auf die Betrüger-Callcenter abfahren und die Betrüger hochnehmen. Finde ich auch eine super Sache. Das, nur daran erkennen sie es halt schon, dass eigentlich wahrscheinlich jeder zweite Kunde, Opfer da am Telefon wohl, kein Opfer ist, sondern ganz genau weiß, was gleich passiert. Und das nervt die Betrüger so richtig. Finde ich super, dass die davon genervt sind. Und naja, aber finde ich immer wieder ziemlich niedlich. Die versuchen sich irgendwie rauszureden, dass man, dass sie ja nur ihren Job machen. Das hat aber nichts mit nur ihrem Job zu tun. Die allermeisten Betrüger werden wissen, dass sie betrügen. Denn in diesen Callcentern, da hängen auch Bildschirme an den Decken, wo die Tagesprofite aufgezählt werden. Und das Schlimme ist, die Tagesprofite bei solchen Callcentern sind wirklich, wirklich, wirklich ziemlich gruselig. Die rufen ja nicht nur in Deutschland an, auch in ganz Europa oder teilweise sogar weltweit. Ja, aber das, was die da tun, ist definitiv nichts anderes als Betrug. Denn, irgendwo müssen sie es ja auch wissen, sonst wären sie letztendlich nicht so beleidigend am Telefon. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Schnippelchen. Hallo? Kuckuck. Ich kann Sie leider nicht hören. Hallo, guten Tag. Ja, jetzt höre ich was. Wen habe ich denn da dran? Hallo? Ich bin Preisverbund, dann tschüss. Was? Ich hab sie nicht verstanden akustisch. Ich wollte meinen Sohn anrufen, aber wenn ich jetzt falsch sehe. Tschüss. Ach so, was denn? War ganz schön laut da bei Ihnen. Aber warum lehnen Sie denn nicht auf, wenn Sie Ihren Sohn anrufen wollen? Aber natürlich, sie wollte Ihren Sohn anrufen. Tja, wer es glaubt. Ich denke mal, sie wird einfach nur wieder festgestellt haben, bei wem sie in der Leitung gelandet ist. Bei dem, wo sie wahrscheinlich schon ziemlich oft gelandet ist. Tja, ich habe euch mal noch ein paar Anrufbeantworter-Schnipsel mitgebracht. Ich glaube in der Tat, die sind ziemlich froh, wenn mal ein Anrufbeantworter dran geht, weil da können sie ihre Zeit ganz einfach ein bisschen verplempern. Ich find's nur immer ziemlich gruselig, wenn sie denn währenddessen auch noch ihr Mikrofon angeschaltet lassen. Falls ihr mal irgendwas in diesen Schnipseln hier noch versteht von deren, was sie da so im Hintergrund erzählen, schreibt's gerne in die Kommentare und vergesst dabei nicht den Zeitstempel vom Video, damit man die Stelle sich auch nochmal anhören kann, was ihr genau meint. Hallo? Falls euch eigentlich mal interessiert, wie die dazu kommen, hier überhaupt auf den Anrufbeantworter irgendwas drauf zu sprechen oder dran zu bleiben, hier mal der Einspieler, wie die Ansage von meinem Anrufbeantworter ist. Ja, hallo. Ja, und danach sprechen dann die Betrüger manchmal sogar tatsächlich auf den Anrufbeantworter.
Hallo? Como estás? Hat eigentlich irgendjemand von euch wieder verstanden, was der da gesagt hat? Ich finde, das hat sich ziemlich nach Spanisch angehört. Ach du Scheiß. Also was er damit jetzt wohl gemeint hat, ich denke mal, meine gute Anrufbeantworteransage kann er ja wohl damit jetzt nicht gemeint haben, oder? Ja, hallo. Ja. Zumindest scheinen die sehr viel Spaß an ihrer Arbeit zu haben. Hallo. Also ich muss ja noch dazu sagen, nach dieser komischen Ansage von mir kommt trotzdem dieses bekannte nach dem man sprechen soll. Aber naja, gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wir haben wieder jede Menge schöne, nette Betrüger am Telefon gehabt. Wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit noch weiteren Betrüger-Videos. Und naja, was es so noch so alles für nette Leute am Telefon gibt. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.